Hallo und herzlich willkommen beim Tunnelbau-Simulator 2015 mit eurem Don. Ja. Ganz nebenbei, ich habe den Eindruck, ich werde langsam ein bisschen krank. So Schnupfen, Nase ist zu und so weiter. Und hin und wieder auch der... Ach, ich habe was anderes gesehen. Wir könnten auch mal wieder... Also ich glaube, jetzt geht es erst so richtig los, dass man auch sich mal getraut, hier was zu craften. Consumables, weil ich habe irgendwie so Eindruck, ich bin zu vorsichtig, was das Craften angeht. Oh, ich habe nicht mehr genügend Fett. Kann man das... Ach, kein Problem, da kann man... Das ist aber ganz schön teuer, ehrlich gesagt. So ein bisschen Fett zu machen. So, tun wir hier mal drei Fackeln. Dann tun wir hiervon mal drei von den Teilen. Ach so, da brauchen wir das gar nicht. Oh. 145. 100. Gut, da brauchen wir auch mal das extra. Bei dem brauchen wir das. Das haben wir genügend. Aber davon brauche ich zwei. 230. Kommt das irgendwie raus? Was haben wir hier für ein... Das wäre knapp einer von den Dingern. Zwei davon, dann wenn ich aber zwei davon habe, ich 100. Da habe ich 200. Da habe ich dann 230. Das ist schon ein bisschen mehr. Und wenn ich das mache, dann kriege ich hier gleich noch einen ganzen Haufen mehr. Ich glaube, dann baue ich mal einen solchen. Und dann wollen wir uns den mal in die Kiem. So, sehr schön. Dann können wir hier noch ein bisschen Gelee hinterher schlappern. Was sind eigentlich... Ach hier. Gut, Nüsse können wir auch noch reinschlappern, wenn wir das wollten. Auf jeden Fall, so geht es uns wieder besser. Und wir setzen mal wieder unseren Helm auf, dass wir auch was sehen. So, und jetzt weiter geht's in dem Tunnelbau-Simulator 2015. Also wie gesagt, ressourcenmäßig sind wir natürlich jetzt eine ganze Ecke weiter von... Das hat uns jetzt ein wenig Schmerzen bereitet. Und, also da irgendwo da oben kommen wir wieder raus. Ich muss das, glaube ich, jetzt mal... Decoration. Es hilft alles nichts. Ich muss es mir irgendwie hier markieren. Und dafür pappen wir uns jetzt einfach nochmal so eine Lampe hier an die Wand. Ungefähr da. Und können da vielleicht auch gleich mal im Build-Menü. Dirtblocks haben wir ja zum Glück ein paar mehr. Also da oben müssten wir letztendlich hin. Können wir das mal hier so ein bisschen... Also von unten nach oben bauen, das ist nämlich auch eine ganz interessante Sache. Also da oben ist das, wo wir hin wollten. So, also wie gesagt, es hilft nichts, aber wenn wir jemals hier rauskommen wollen, müssen wir uns ein bisschen was hier hinbauen. Dass wir vielleicht auch mal die Chance hätten. Aber la. Das brauche ich irgendwie ein bisschen großflächiger, kann das sein? Auf jeden Fall so. Kommen wir hier auch wieder raus. Die Treppe in die Freiheit. So. Ich muss sagen, es ist tatsächlich, wenn man wieder was baut, das ist so ein ganz, ganz anderes Gefühl gleich mal wieder, dass man hier dass auch was vorwärts bekommt und so. Das fühlt sich echt richtig toll an.
So. Und so. Wenn schon, dann bis auf den Boden der Tatsachen. So. Ich sollte vielleicht wieder mal da einen Speicherstand ablegen. Don the Adventure. Safe. Besten Dank. Da, so. Kommt da selber nicht einfach so die Treppe rauf. Och ne, muss ich das ganze Ding raufspringen, wenn ich da drauf will. So. Also gut, zur Not, ich käme. Ich glaube, ich komme da schon wieder raus, wenn es sein muss. So. Jedenfalls. Karte. Die Ressourcenlage sagt, wir müssen nach dort. Da ist dann irgendwo an der Wand das ganze Zeug dran. Und ich hoffe mal, dass es in einer vernünftigen Höhe ist, dass wir nicht zu weit nach oben uns graben müssen. Also es sind ja riesige Höhlen, die sind sogar beleuchtet. Ich finde es einfach nur toll. Und vor allem, wenn keiner in der Nähe ist, der uns was Böses will. So. Eigentlich wäre es genau jene Wand hier. Die da hier so angeblich. Der Flock Petroi. Oi. Es ist ein Traum. Es kommt Eisen mit heraus. Marble, Graphit. Es kommt alles, was wir uns erträumt haben. Kupfer kommt heraus. Das wäre eine schöne. Kupfer wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn es hier dazu rauskäme. Was war das? Ein Tier? Tier in der Nähe? Nein. Da, Petroleum, Dreckblock, Petroleum. Also ich sag mal so, ein Motor wäre hier auch nicht verkehrt. Marble. 15, also ja, da können wir da auch durch. Wir müssen dann unbedingt als nächstes noch hier sehen, dass wir an die Kohle rankommen. Ja, dann können wir uns, glaube ich, so ziemlich alles damit craften, was wir uns eigentlich erträumt haben. Auf jeden Fall sollte ich auch keine Fackel aufstellen, weil sonst gibt es, nun ja, eventuell einen kleinen Flächenbrand. Und ich muss unbedingt nochmal bei dem anderen Teil, wo wir vor ein paar Folgen waren, wo wir da das Wasser abgegraben haben, mal schauen. Weil das Höhlensystem muss ja mittlerweile eigentlich komplett überflutet sein. Und ich frage mich, ob das auch ein Grund war, wo dann ja, das Spiel so ein bisschen lahm wurde und ihr früher oder später auch abgestürzt ist. Ob das da der Grund war, dass wir so ein großes Loch in die Wand gemacht hatten. Also man sieht hier, da kommt ein schönes Loch in die Wand rein. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Aber hier gibt es tatsächlich nur das Petroleum, was rauskommt, ne? Da kommt sonst nichts weiter aus der Erde. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, das könnte schlimmer sein, aber. Und dann können wir vor allem mal Fuel Cells bauen, dann können wir. Und mit den Fuel Cells können wir tatsächlich richtige Gerätschaften bauen. Und ich bin ja, oder ich hoffe ja mal, dass auch irgendwie so ein Abbaugerät kommt, irgendwas, was wirklich so großflächig. Ein Bohrer zum Beispiel, was da hier so ein Loch in die Erde reißen kann. Wahrscheinlich kommt aber dann irgendein anderes Viech, ein Maulwurf, frisst uns, wir sterben und alles ist weg. Das ist eigentlich eher so meine Befürchtung an der Stelle. Würde eigentlich, naja, zu den meisten anderen Spielen passen, die ich manchmal spiele. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber jetzt sind wir erstmal ein Ölpatron, ein Ölbaron.
Edelpatronen. Und wir haben uns auf jeden Fall alles ordentlich hier erarbeitet, was da dazu gehört. Wir haben uns wirklich hier massiv durch die Erde gegraben. Wie haben wir eigentlich von dem Zeug schon? Weil hier mag ich jetzt eigentlich nicht ganz zu viel mitnehmen. Wir haben hier fast drei. Ist es eine 3? Ist es eine 9? Fast 3000 Zink. Mal neu ordnen. Ja, 4 Kupfer, das ist natürlich jetzt nicht so der Brüller. Petroleum haben wir jetzt schon einen Haufen. Wie gesagt, dass wir da auch mal ein bisschen was brauchen. Weil das brauchen wir ja echt an jeder Ecke. Aber ich denke mal, dass wir dann maximal eine Folge damit verbringen, hier Petroleum aus der Erde zu quetschen. Muss dann reichen. Das muss reichen. Jetzt auch ein bisschen dünner. Wir gehen ein bisschen hier in die Ecke hier rüber. Genau. So. Auf jeden Fall, so kann es eigentlich weitergehen. So bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und ich habe halt die Befürchtung, ich wollte eigentlich mal einen Neustart zwischendurch machen. Ich habe mich nur daran erinnert, es gab hier das Problem beim Laden. Kann es sein, dass wir wieder an der Oberfläche rauskommen? Und wenn ich nochmal durch das Loch nach unten gehen werde, dann werde ich wahrscheinlich wieder beim Zink kleben bleiben und dort weiter abbauen. So würde ich mich zumindest von sonst kennen. Und das wiederum würde halt heißen, dass das nochmal hier ewig lang oder noch länger dauert. Ja. Aber ich bin eigentlich schon mal ganz froh, dass zumindest ja nicht so viele Tierchen ankommen. Und nicht angreifen. Also eigentlich ist es doch recht ruhig. Dann können wir ja auch dann vermutlich, vielleicht, muss ich mal kurz schauen. Tool, Ressource, Part. Wenn ich zum Beispiel sowas bauen wollen würde, könnte ich bauen. Wenn ich sowas bauen kann ich fast bauen. Also ich brauche auf jeden Fall wesentlich mehr Kupfer. Aber da haben wir ja schon mal die Grundlagen auch für eine Waffe, die vielleicht Schaden machen kann. Ich weiß, mit Alu war es eigentlich noch am besten. Vielleicht findet man da auch noch mal irgendwann einen Treffer. Aber zumindest für den Anfang nicht schlecht. Die Kübel, Wasser, die Barrels aus der Erde. So. Ja, wie gesagt, so kann es eigentlich angehen. Ich weiß noch, die anderen, die waren oder wären eigentlich gar nicht so weit weg gewesen, wenn ich schon die Eisenschaufel gemacht hätte. Ich weiß aber, ohne Eisenschaufel ist man dann doch fast ein bisschen aufgeschmissen. Weil das dauert ja sonst ewig, die Löcher zu graben. Also da hat man dann hier Baulängen, Grablängen sind, die sind ja einfach nicht mehr schön. Weil ganz ehrlich, ich bin jetzt auch euch Zuschauern gegenüber ja fast ein bisschen assi, dass ich nur unter Erde rumgrabe. Aber das ergibt sich einfach aus dem Spiel, das hilft alles nichts. Wir müssen diese Ressourcentouren tatsächlich machen. Ich hätte es glaube ich auch lieber gerne eingeschränkter gemacht, aber wie gesagt, ich bin lang genug herumgelaufen, habe nichts gefunden, was mir geholfen hätte. Deshalb müssen wir hier durch. Komm, Krabs. Muss ich auch noch sehen, dass ich vielleicht nochmal in Star Trek Online nochmal eine Runde drehe. Draußen ist Licht, wie als hier unten sehe ich es, da ist Licht. Der Hund des Nachbarn hat sich auch offensichtlich wieder beruhigt. Wahrscheinlich wurde er jetzt endlich mal Gassi geführt. Also wie auf die Art und Weise können wir, glaube ich, sag mal wieder, was sagt hier unser Equipment, 2 kaputte Schaufeln, Ressource, wo ist das Öl, 1300. Kohle müssen wir als nächstes noch irgendwo herkriegen, aber ich glaube, da können wir auch mal dann ganz, ich mag jetzt eigentlich gar nicht unbedingt hier weg,
Weil ich gerade so viel... Also aber so um die 2000 möchte ich eigentlich schon ganz gern mitnehmen. Komm. Weil dann hätten wir zumindest so eine Menge, dass man da so fast, glaube ich, wahrscheinlich brauchen wir so viel überhaupt nicht. Ich weiß schon. Aber dann hätte man dann die Möglichkeit, dass wir auch genügend Zeug bauen können und Ressourcen bauen können. Genau, wir bauen uns ja unsere Ressourcen an. Nein, dass wir halt Fluggeräte und so weiter und Fahrgeräte bauen können, indem wir dann halt ein bisschen schöner durch die Gegend kommen. Wer weiß, wenn wir wieder mal so eine Ecke finden, wo wir so schön an die Sachen rankommen. Aber das war jetzt schon ein bisschen Glücksfall. Weil ich gerade auch nicht weiß, ob ich schon jemals Kupfer gesehen hatte in der Menge. Das wäre nämlich schön. Also da das nächste Mal werde ich auf jeden Fall nach Kupfer graben gehen. Komme was wolle. Und wenn ich Zink sehe, werde ich auf jeden Fall auch nochmal danach graben. Vor allem, wenn es hier ist, weiter schon häufig. Weil dann haben wir auf jeden Fall ganz schnell ganz viele Ressourcen. So, da oben ein bisschen mehr hier noch überall. So um die 2000 mache ich ab und dann schauen wir uns das Höhlensystem mal an, wo wir da eigentlich noch rauskommen. Außer an dem altbekannten Weg. Der dann wahrscheinlich, wenn wir da hinkommen, besetzt sein wird von irgendwelchen Einwohnern. Ich finde schade, dass ja nicht das andere Zeug hier rauskommt. Also hier das irgendwas sonstiges, gebrauchbares. Und wie man die Viecher aus der Oberwelt hier unten doch hört. So. Jetzt müssten wir es da eigentlich noch nicht ganz haben. Ein bisschen graben wir noch, dann haben wir es geschafft. Dann durchstreifen wir mal so ganz lockerflockig das Höhlensystem. Ich kann da mal schauen, ob ich so eine Rope Gun bauen kann. Da kommen wir vielleicht ein bisschen flotter durch die Gegend. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Und vor allem kommen wir auch wieder schön nach oben. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. So, jetzt grabe, grabe, grabe. So, da. Jo. Mal kurz schauen, wie es jetzt. Also, hier haben wir doch ein ganz schönes Ding reingefurcht. Man denkt doch gar nicht, was man da für eine Fläche da hier ausheben kann. So ganz nebenbei. So, jedenfalls haben wir dann hoffentlich gleich unser Ziel erreicht. Weil ich rede immer von unser. Eigentlich ist das ja alles mein Ziel. Ne? Ich meine. Das muss ich jetzt mal fast so als Kritik an euch Zuschauern auslassen. Ihr schreibt mir eigentlich gesagt viel zu selten. Ich weiß, ich bekomme, da freue ich mich übrigens sehr drüber, ab und zu den Hinweis oder die Mitteilung, dass es Spaß macht, mir zuzusehen und so weiter. Aber ich würde mir nur wieder ganz gerne wünschen oder hoffen, dass vielleicht man auch mal mir Tipps gibt. Weil es kann doch nicht sein, dass nur ich alleine hier spiele. Und wenn nicht, muss ich sehen, dass ich immer noch irgendwie noch Mitspieler bekomme. Also ich weiß, einer hat mir geschrieben, dass wir mal einen Adventure-Modus zusammen spielen könnten. Das muss ich sagen, habe ich mir fast ein bisschen vergessen. Ist mir gerade eben das wieder eingefallen. Aber ansonsten, es kann doch nicht sein, dass euch das alles einfach so gefällt und ihr es nicht mal anschaut. Weil ich weiß, es schaut sich ja doch jemand an. Aber dann gibt es da keine Meinung zu. Ist es so schlimm, was ich tue? Ist das einfach nur zur Belustigung der Massen? Bin ich einfach nur ein Objekt, das man anschaut? Okay, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, was ich damit sagen wollte, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich weiß, ich rufe da immer wieder zu auf, es kommt nichts zurück, ich weiß, aber bis dahin kann ich mich halt auch nicht verbessern, dann mache ich halt weiter, wie ich es jetzt tue und gut. Ich meine, die meisten, die mir bis jetzt geschrieben haben, haben gesagt, es gefällt ihnen. Also kann es nicht ganz so schlimm sein. Und falls es doch mal negative Bewertungen gibt, wäre schön, wenn man dazu schreibt, warum. Weil sonst, ja, kann ich halt nichts dran tun. Und das wäre halt schade. Genau.
So, jetzt habe ich hoffentlich mein Ziel erreicht. Habe ich, ich habe es so überschritten. Und damit noch hier raus, da raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Erkundung dieses Höhlensystems. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.